So, greetings. Hola a todos, chicos y chicas, mujeres y hombres. Suchen wir in Karlstad aquí. Suchen, was heißt suchen auf Spanisch? Buscar, glaube ich. Buscamos Karlstad aquí. So viel zum ruhigen Urlaub. Tu mir einen Gefallen, Kleiner! Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Kirchhoff, Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Ist das sein Ernst? Wie ist die Steuerung schon wegen? Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Gewöhnungsbedürftig. Ich habe dir schon gesagt, dass ich die Update-Datei installiert habe. Nee. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven. Hallo? Mr. Stucky? Karl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie Sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach Ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Du hast deiner verlassen. Ich muss jetzt aber nebst, oder? Der Cordon Lake ist eine besondere Art, sehr inspirierend. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Und im Dunkeln ist gut möglich. Das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartmann, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron. Tschüss, Mr. Wake. Servus. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Das Deiner war echt ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf GBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Bin gespannt, ob man das spielt auch. Aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht. Seit meinem letzten Buch. Scheiße. Wow, das ist Divers fantastisch, ey. Eisel. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Bird Lake Cabin. Das habe ich noch gezockt, das weiß ich noch. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Komm schon. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Das ist irgendwas mit dem Generator gewesen. Das weiß ich noch. Auf dem Regal stand ein Schuhkarton mit Büchern von Thomas Zane. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Hallo?
Jemand da? Ich werde es sowieso nicht schaffen beim ersten Durchlauf. Was ist denn das? Die Hirschfestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Was ist jetzt das? Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Es werde Licht. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß. Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Zu Alice zurückkehren. Alice? Schatz? Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Aha, bin jetzt aber schon gespannt. Also, hallo. Okay. Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Überraschung. Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geschenk machen. Ich bin nicht zum Arbeiten hier. Schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice. Du, alle wollen das. Hey, hör doch mal zu. Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartmann. Ich kenne sein Buch. Er hat eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst Vielleicht... du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. So, und jetzt kämpfen. Heute waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. Alan? Alan! Wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme! Nein! Was muss ich jetzt machen? Also ab jetzt ist blind. Das weiß ich nicht mehr. Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen.
Also es sind ziemlich viele Cutscenes dabei, was ich so. Bei Alice Sachen war ein Buch, The Creator's Dilemma von Dr. Emil Hartmann. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Okay. Jetzt bin ich gestorben. Da muss ich hin. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. L3. Das war jetzt das Auto oder was? Und dann echt viel Cutscenes, das ist nicht mehr normal. Hoffentlich wird das noch besser. Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Sie haben Manuskriptseiten gefunden. Sie können sie mit Bähung aufrufen. Ungelesen. Departure von Alan Wake. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Zur Tankstelle gehen. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Hilfe suchen. Muss ich da auf den Baum auf? Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Hey, Sie! Wer? Nicht ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fort! Verdammt! Goldstucky! Wirklich erfreut. Eine Anzahlung ist erforderlich. Ehrlich und fair. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining.
Verwenden Sie umworfen. Aha, okay. Während Ihres Aufenthaltes empfehle ich Ihnen Nogen. Das ist der neueste Trend. Die gesundheitsfördernde Wirkung ist bewiesen. Schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Hallo? Hallo? Jetzt bin ich gestorben. Puh. Während Ihres Aufenthalts empfehle ich Ihnen... Ja. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Hallo? Hallo? Ich kann nicht gerade da aussehen. Der schöpft jetzt das komplette Heidel, ey. Muss da mal geben, ey. Fick dir doch. Ich hab das noch nicht drin, dass ich mit L1 ausweiche. Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Was ist das? Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Zum Teufel war das? Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. So. Ach, geh weiter, hey. Die Tankstelle erreicht. Was zum Teufel war das?
als ich unten den Fluss sah, machte es in meinem Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Nicht, hey, alter Vater, hey, du fährst ganz schön lang noch hier rein. So. Soll ich den Scheißdreck lesen? Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn. Na, das werden wir mit Sicherheit nicht lesen. Barry Wheeler war extrem nervös. Er war ein. So. Wir gehen jetzt wieder weiter. Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Ich geh weiter, wenn ich eh schon drück. Schau, da ist auch Blödsinn. Ach, wenn sie vom Feind überwältigt werden, versuchen sie in das Licht hineinzulaufen. Ach so, die werfen. Druck L1 interessiert mich überhaupt nicht. Gell? Also ist so die wahrscheinlich vielleicht da. Hätte es einstellen sollen, weil das ist schon ziemlich. Ja, wahrscheinlich, weil es noch nicht kann. Es ist schwer deswegen. Das ist in der Sackgasse, weil davon ist echt nichts. Ich heile mich selber, oder wie ist das bei dem Spiel? Steht da Kaution proceed at your own risk. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Okay. Jetzt kämen 100% die Video. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein.
Ja, dann kommen wir noch bei gleich so früh. Schau hin. Taugt's mir. Zum oberen Weg gehen. Es ist jetzt da herunter. Manuskript. Oh, cooler Schrott drin. Wo ist die? Wo war jetzt der Schalter? So. Holzhebelmaschine bewegen. Mit L. Kontrollpunkt erreicht, oder? Bin jetzt eh wieder da am Anfang, wo ich vorher war. Oder was? Das weiß ich nicht, hiervon kennt. Super. So, jetzt gehe ich aber noch links in das Licht einmal rein. Da ist er hinten. Ah, Schraffelmond, cool. Ich war gerade frisch Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt schon, ich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte.
Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das wie haben wir denn schon? 30 Minuten. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Six Shoes. Geh weg! Ich tue schon wieder mit Kreis. Mit Kreis tue ich schon wieder ausweichen von. Von da sind sie her. Es ist einfach so drin. Es ist einfach gespeichert. Nein, ich mache jetzt einen Cut, Männer. Weil sonst wird die Aufnahme jetzt lang. Also, habe ich die Ehre.